Robin means business. Racing wird präsentiert von Audi, Vorsprung durch Technik. Fanatec, die echte Simulationshardware. PlayStation, for the gamers. Speedpool, Premium-Content für Premium-Kunden. Uptrend, das Lifestyle-Magazin von UpSportsLine. Welcome. Hallo und herzlich willkommen zum Superfinal der Race-Home-Serie. Und wir kommen damit zum Ende der ersten Saison der RTCO Race-Home. Viele Rennen, tolle Designs, schöne Rennstrecken, auf denen wir unterwegs waren. Einer haben wir uns aufgehoben für diese Superfinale. Tom, welche? Wir gehen in den Westen, und zwar an die Westküste der Vereinigten Staaten, to Monterey Bay, eine Strecke hinter dem Carmen Valley. Laguna Seca, tolle Strecke, pittoresk, es geht rauf und runter. Und natürlich ist der legendäre Corkscrew mit dabei. Da sehen die Fahrer nur, dass sie da hinkommen, und dann geht es links runter, komplett blind. Und das ist eine ganz große Herausforderung auf dieser Strecke. Da ist normalerweise immer ein bisschen Sand mit auf der Strecke dabei. Aber die Strecke, um es kurz zu machen, ist Laguna Seca. Ja, wie ist damit überholen auf dieser Strecke? Wir haben nämlich heute deutlich mehr Fahrer dabei. Wir haben alle Gastfahrer eingeladen, die bislang dabei gewesen sind, heute dabei zu sein auch. Und viele sind auch dieser Einladung nachgekommen, und damit haben wir ein ganz großes Grid in den drei Qualifying-Rennen. Und Nico Müller, der Tabellenführer, startet als letzter in seiner Qualifying-Gruppe. Eine große Herausforderung. Hier gibt es nicht so viel Windschatten in Laguna Seca. Die Geraden sind ziemlich kurz, und du tauchst so in die Kurven rein, um den Platz da wegzunehmen. Also es ist ein bisschen langsamer hier. Du musst hier also in die Kurve rein tauchen. Das ist immer ganz kritisch. Aber wenn du überholen willst, das geht nur so. Und natürlich, dann kommt der Sand und der Staub dazu, der auf der Strecke liegt. Das ist nur eine Simulation im virtuellen Rennen. Und wir haben uns hier die Supersoft-Reifen ausgesucht. Du hast davon gesprochen, in der Kurven rein zu tauchen. Das ist nicht ganz so leicht mit Gran Turismo. Das Auto tendiert zum Untersteuern. Aber dieses Auto hat uns tolles Racing gegeben in den letzten 9 Rennen. Und dann schauen wir mal auf die Entwicklung und warum das Auto entwickelt wurde. Das ist der Audi e-tron Vision Gran Turismo. Vielleicht habt ihr den schon mal bei einer Ausstellung in Realität gesehen oder auf einer Rennstrecke, wo er ein Renntaxi war. Wir fahren den auf der PlayStation, und du als Fan kannst ganz besondere PlayStations gewinnen, und hier ist wie.
Für die Audi DTM-Piloten ist die Saison auf der PlayStation gelaufen, aber zum Abschluss gibt es für euch noch einmal gute Nachrichten. Die Fahrer haben 3 limitierte PlayStations unterschrieben. Die werden nun auf eBay von Mike Rockenfeller versteigert. Auf geht's zur eBay-Seite von Mike Rockenfeller, einer der beiden Gründer der Race Home-Serie. Und dann könnt ihr bieten auf diese limitierten PlayStations. Und bevor wir jetzt in Q1 reingehen, gucken wir mal auf die neuesten News von Race Home. Das Superfinale in Laguna Seca hat ein etwas anderes Rennformat. Die RCCO hat alle Gastfahrer der gesamten Saison eingeladen. Und deswegen sehen wir noch einmal zum Beispiel den Sieger vom Red Bull Ring, Michael Bräutigam, die Japanerin Mayumi Shiraishi oder DTM-Rookie Fabio Scherer. Das Rennformat wurde dafür etwas angepasst. In Q1, Q2 und Q3 sind mehr Autos auf der Strecke. Audi Partner Mascot hat spezielle Race Home T-Shirts für die DTM-Piloten produziert. Nur 3 Punkte trennen Robin Freins und Michael Rockenfeller vor dem Finale. Wer wird Vizemeister? Es gibt auch einen intensiven Kampf darum, wer bester RCCO-Pilot in der Meisterschaft ist. Windshadow-Man Michael Niemers, die einzige Dame im Starterfeld Bettina Schuller oder Phoenix Racing Privatpilot Stefan Warschow. Last but not least, René Rast wird weiter elektrisch unterwegs sein. Er startet für Audi in der Formel E. Welcome to America, welcome to California, hier auf dem Laguna Seca Raceway, dem großen Superfinale bei Race Home. Neun Autos auf dem Grid mit dabei, viele alte Bekannte, die in den letzten Wochen hier gestartet sind. Unter anderem haben wir gerade Stefan Walter gesehen, der zum 4. Mal dabei ist und wieder in seinem Cast-Design Lightning McQueen unterwegs ist. Nico Müller, der Champion, startet von der letzten Position. Einer kam nicht ganz weg. Insgesamt 9 Autos im Rennen dabei. Müller biegt sofort ab in Richtung Boxengasse. Er hat es schwer von ganz da hinten. Hey. Ja, von wegen Boxengasse. Nico Müller, was that you in the pit lane? Ganz vorne. Ja, someone crossed the road and I avoiding, I went through the pit lane. Delfino auf 2 und wir haben es gerade gehört, da ist einer Nico Müller vor die Nase gefahren, deswegen ist er kurz abgebogen in Richtung der Boxengasse. I couldn't move from the starting grid, so be careful, I'm on starting grid still. Alexis Chambon ist mit dabei, der Franzose, der das erste Rennen gewonnen hat, den sehen wir auf der 4. Position. Yep, starting bug. Please leave the track. Ein Starting Bug, haben wir auch kennengelernt im Verlauf der Saison. Roland Zumsande damit raus. 8 Autos verbleiben. Wie gewohnt kommt der Sieger weiter. Und Platz 2 bis 5 können sich über den Hoffnungslauf Q4 qualifizieren. Alexis Chambon kommt hier durch, will Michael Niemers von der 3. Position verdrängen auf dieser 3,6 Kilometer langen Strecke mit ihren 11 Kurven. Eine der bedeutendsten Rennstrecken der USA. Schöner Pass von Alexis Chambon auf die 3. Stefan Warschow ganz vorne. Der mit Bettina Schuller und Michael Niemers in der Tabelle kämpft um den schnellsten der RCCO-Fahrer. Der Vize-Champion ist noch nicht bestimmt. Da battlen sich noch Robin Freins und Mike Rockenfeller. Allerdings im Fernduell in Q2. Sorry guys, I was kicked. Nein. Beim Franzosen, der hier konzentriert unterwegs ist, auf der 2. Position finden wir Delfino, das ist Stefan Walter. Und der Führende, Stefan Warschow.
Scotty sagt, das ist nicht seine Strecke. Er kommt einfach mit dem winkligen Teil nicht zurecht. Entsprechend liegt er aktuell auf 7. Das der Führende, das Stefan Waschow, like Stefan der Ingenieur aus der Automobil. Müller hat sich vorgearbeitet auf die 4 mittlerweile, ist dran an Michael Niemas, während wir schon in der dritten von insgesamt 4 Runden unterwegs sind. It's coming. 55 Meter Höhendifferenz. Und hier geht's rein in den Corkscrew. Hey! Blind in die Kurve ein, sehen wir da neben der Strecke. Das so ist I was Michael fully Niemas. Not by me, yeah? Nope. No, it was another red car, but it was difficult to see, so if it was the case, try to change positions. Yeah. Frank Bieler meldet sich da im Hintergrund, der fünffache Le Mans-Sieger, nice launch, Nico. Der Rennleiter, und bittet um einen Positionstausch. Michael was being nice and fair, no last minute Kollision change of direction. Bascho vorn! Aktuell noch. Alright. Get on with it. Last lap. Und damit, wenn er auch als Führender über die Linie kommt, no mehr. Ja, denkst no, du, Delfino? Stefan Walter bei seinem vierten Start macht eben die Führungsposition da. Abspenstig. Yellow flags. Whoa. Liegt jetzt vorne. Flag. Gelbe Flaggen sind gezeigt. Jetzt zum letzten Mal in diesem ersten Qualifying-Rennen. All good, Stefan Walter. Durch den Corkscrew fahren. Nach der Rahal Straight. Dann rein in Kurve Nummer 9, Rainy Curve. Oh no, no. Also, Frankie, so till now there was no position change. Auf I der don't mind, to be honest, Salinas because it's just 4-5. Müller jetzt vor der Schweizer, der Champion, aber verliert die Führung wieder an Delfino. Good job, man. Und Steffen Walter kommt durch, holt sich den Sieg. Congrats. Wie gesagt, Platz 2 bis 5. Können sich über den Hof qualifizieren. I think a bit, if Nico break the... Like a millisecond earlier, he would have made it. Good job, really man. Surprised me there. Yeah, I was a bit too late, anyway. Michael, do you know who was pushing you off there? Yeah, it was Alexis. Okay. Okay. So then it's a yellow. I Nico through, and then he completely hit me off the track. I think it was Nico again, huh? Oh! Sorry to disturb. We have Stefan Walter. Ja, was ein toller Sieg von Stefan Walter. War überraschend. Stefan Waschow in der vorletzten Runde überholt. Und dann in die letzte Kurve rein. Kurz Nico Müller vorn. Toll gemacht. Du hast am Ende die Nase vorn gehabt bei der Schwarz-Weiß-Karetten. Vielen Dank, ich bin natürlich super glücklich. Tolle, große Ehre, von dir interviewt zu werden. Ich habe da schon dran gedacht in der letzten Kurve und dann bin ich nervös geworden, als ich Nico gesehen habe. Aber er hat ein bisschen spät gebremst. Ansonsten war das ein toller Move. Ich bin super, super glücklich und stolz. Danke und ich bin sehr privilegiert. Ich habe den Helm gesehen, mit dem du gefahren bist heute. Ich hoffe, du holst dir den Sieg und viel Erfolg. Tom Christensens Design auf dem Auto und damit die Unterstützung von Tom Christensen. Aber wir schauen mal zurück auf die Saison in diesem Jahr bei der RZCO Race Home. It's Spa-Francorchamps, and it is the fantastic hashtag Race Home, the very first event. And that hands it to Alexis Chambon. 5.793 kilometers of tarmac awaits with 4 left-hand turns and 7 right-handers. Duval P3. But you wouldn't bet anything on that staying that way for the next 100 meters of tarmac. Oh, very nearly a photo finish by 5/100ths of a second. The Circuit de Catalunya, Barcelona,
is the scene for the next round of hashtag Race Home. 4.6 kilometers, 16 turns, 6 left, and 10 of them are right-handers. Oh! What the f***, man? That was not me. Four-way fight for P1. Four. Oh! Oh. Hey, come on. Who pushed me off? That was me. This one was me. Who pushed me? Dries Van Tor, I think, has done enough to be victorious in Barcelona. Hashtag race home, and we're coming from the Autodromo José Carlos Pache into Lagos. And... oh, I was pushed. Hello, hello, hello. Mike? Yes, it was all me. I said five times. Yeah, we couldn't hear you. Okay. Man. Hey! Oh! Hey! What the heck? It's going to be another photo finish. Nico Müller is victorious. Hashtag race home. It's the Q1 race here at Mount Panorama, the Bathurst Circuit, 6.2. Very demanding kilometers. Nico Müller now leads Christopher Haas. Will it be these two in the grand final? Only time will tell. Oh, shit. And across the timing line, Nico Müller wins. Welcome to a Race Home special on the Nordschleife at the Nürburgring. Q1, Q2 and Q3 combined into one race, with the top three going through to the semi-final. These guys are having so much fun, and Mike Rockefeller is really having to defend. Good joking! 375! I'm inside! Oh! 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 Oh, Jesus! Okay. Oh! 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 A bit optimistic. What he needs is a mistake from Nico, but Nico Müller tends not to make too many mistakes. Yes, he has. Well done, Nico. So the GP circuit awaits our drivers then for this qualifying race here at Brands Hatch. You were always fast in and slow out, but this time you were slow in. too slow. I was surprised. Sorry. There was somebody else involved. Whoa! Oh! That was Gotti. Whoa! Oh! Gotti. That controller is tactic. You're waving. No way, bye. Sorry. Good race, guys. Oh, good. None is gonna be enough. Robin Freins wins. It's round 8 of our Race Home series from a wet Red Bull ring. A good battle along this straight with the kink in the middle as they head towards the Remus turn in the appalling weather conditions that have been chosen for this particular event. Mikael Brattigam, who is very fast indeed. Just a few tenths between P1 and P2. Nico is off the track. This could affect the result here. Hello, everyone. Welcome to Fuji Speedway for our hashtag race home penultimate event. So, can the championship be won in this event? Come on, Nico. Hard on the brakes then as he goes into turn one. Come on. Hey, push me off. Oh! Position change. Yes, it was called. Yeah, sure not. There's enough room. Yeah, exactly. Hey! Whoa. Nico Müller has been crowned the first ever hashtag race home champion. And this, though, is the super final. That's going to be the closest finish. That's Thomas Tuchel.
Protagonisten kämpfen in diesem zweiten Qualifying-Rennen um den Einzug ins Halbfinale. Mit dabei there is an extra der, Schweine, right? Der Schweizer yeah. Matthias Franzen, okay, David Carapetian, Dave Gaming, Fabio Scherer, no, just go when you want to go. Und Mike Ron. Jamie Green in der Vergangenheit immer wieder Probleme gehabt. Hoffentlich klappt es diesmal und der Brite kommt weg. Ab geht's schon. Vier Runden stehen erneut auf der Uhr. Dave Gaming geht auf die 2. Oh, somebody hit Jamie really hard. No, no, it's not true. Who was it? The one with the Batman on the car, right? Batman and Robin. Exactly, it was Robin. Where's Robin? Oh, Nico. Jamie Green liegt auf 2. Christian Reini, der Schweizer, vorne weg. 14. aktuell der Vorsprung. Rekordfeller bislang insgesamt 7-mal auf dem Podium gestanden. 6-2 dritte Plätze, 1-2 zuletzt im Fuji. Jerry Falter, Paulo Scherer, der WRT-Pilot in der DTM, wieder mit dabei. Jerry Falter 13, hier sehen wir ihn auf der dritten Position. Der wie alle anderen DTM-Piloten mittlerweile den offiziellen Test absolviert hat. Und auch hier mit bei der Musik ist. Reini zurückgefahren auf die 3, Mike Rockenfeller. Drückt sich da vorne durch. That was an eventful first lap, Mr. Rockenfeller. Im Finale gewesen. What, do you have any comments? Hält sich da vorne stabil. 14. vor Reinli, der sich berappelt hat und zurück ist auf der zweiten Position. Dahinter klappt eine Lücke von 2 Sekunden auf Thomas Poisson, dem Sieger aus Fuji. Und wir hier bei Fabio Scherer ins Zimmer schauen. Im dritten Rennen war er Vierter. Der Schweizer. Den Corkscrew geht es für David Carapetian, der im Übrigen am vergangenen Wochenende zusammen mit unter anderem Kelvin van der Linde und René Zweiter geworden ist in Le Mans bei den 24 Stunden in der iRacing-Simulation auf einem Porsche 911 RSR. Witzigerweise als Geburtstagskuchen für Kelvin van der Linde designt mit Zuckerguss und vielen bunten Farben. Rosa mit dabei, Mike Rockenfeller aber vorneweg in seinem DTM-Design. Der hat zuletzt Blut geleckt in Fuji. Und er kämpft ja noch mit Robin Freins um den Vizetitel. 3 Punkte liegen die beiden auseinander. Signum Driver kurz in der Wand. Thomas Poisson damit ist er zumindest im Moment mal raus, weil nur der 2. bis 5. weiterkommt in den Hauptkreislauf. Das Ganze auf einer der bedeutendsten Rennstrecken der USA. Im Übrigen 140 Jahre lang wurde hier Weide- und Pferdewirtschaft betrieben. Seit 1867 auf der Laguna Seca Range steht Spanisch für trockene Lagune. Interessiert aber keinen. Wir haben vorhin von Tom Christensen gehört. Viel Sand auf der Strecke. In der Realität. Oops, sorry, Dave. Wir sehen hier auch bei Fabio Scherer, wie er am Straucheln ist, immer wenn er auf die Bremse steigt. Dave Gaming auf der 4. Position dabei. Im speziellen Design. Er offizieller PlayStation-Fahrer. Wir haben es ja vorhin von Thomas Vogt gehört. Informiert euch auf RCCO Racehome bzw. auf dem eBay-Profil von Mike Rockenfeller. Steigert mit auf die limitierten und signierten PlayStations. Die
könnten schon bald euch gehören. Letzte Runde. 4 Umläufe sind angesetzt für diese 3 Vorläufe. Und das ist der Kampf um die letzte Position. War der Kampf zwischen Dave Gaming und Signum Driver. Jamie Green ist da heftig am Straucheln im Bereich des Corkscrew, während Mike Rockenfeller vorne einsam und allein mit über 7 Sekunden Vorsprung über die Linie fährt und sich den direkten Einzug ins Halbfinale sichert. Auf 2 finden wir GG Rocky. Fabio Scherer. Thank you. Ja. Christian Reini dahinter. Dann aktuell Thomas Puls, Signum Driver auf der 4. Und auch Dave Gaming hat sich noch qualifiziert. Nice, Rocky. Nice race. Mike. Well, yeah, I didn't do too much. Everybody went off in front of me, so it's not really too difficult. Sorry for the first break. Good, all good. But that was into Jamie, right? Right. Yeah. The first call, Jamie. I mean. Everybody hit you, Jamie. Fabio hit you. Well done, Mike Rockenfeller. Gut gemacht, Mike Rockenfeller. Du warst sehr, sehr ruhig im Rennen, also offensichtlich sehr konzentriert. Wie sehr hast du es denn genossen, in Laguna Seca zu fahren und jetzt ein bisschen Druck auf Robin Freins, den Zweitplatzierten, aufzubauen in der Tabelle nach dem Sieg in Q2? Naja, das ist das letzte Rennen. Und ich liebe diese Strecke einfach in der Wirklichkeit. Das tolle Rennstrecke, tolles Rennen, schöne Gegend dort und auch die Strecke selbst. Aber da war ich eine ganze Weile nicht. Und es ist schön, jetzt zurück zu sein, auch wenn es nur virtuell war. Aber es ist toll, immer zu siegen. Immer gut, ob in Realität oder im Virtuellen. So like Jamie Green, Fabio Serra, they made, die anderen Kollegen, unter anderem Fabio Scherer, haben es dir leicht gemacht. Du warst Vierter in der ersten Runde. Und nach dem Crash in Runde 1 hast du dann die Führung geschnappt. Und das ist eigentlich die Intention für den Rest des Tages. Well done. Well done. Danke. Rockenfeller kämpft noch um Platz 2 in der Meisterschaft. Aber Nico war die komplette Saison zu schnell auch für Rockenfeller. Und jetzt fragen wir mal die DTM-Fahrer, was sie vom neuen Champion halten. First of all, I mean, we all know that Nico is good behind the steering. Zunächst einmal wissen wir alle, dass Nico am Lenkrad sehr schnell ist. Und er ist in dieser Zeit auch viele Simulatorrennen gefahren. Wir wissen, er hat 2 Programme, eines in der Formel E und eines in der DTM. Wie viele andere Fahrer hat er sogar einen Simulator gestellt bekommen. Aber er war nicht nur gut, sondern er hat auch viel trainiert. On top of being good, he had a lot of training. Er hat auch noch etwas mehr Zeit, weil er noch keine Kinder hat. Aber ich muss sagen, er war an der Spitze wirklich konstant. Das war beeindruckend, denn normalerweise hat man immer 1-2 Wochenenden oder Rennen, an denen man nicht ganz so gut ist. Aber er war immer konstant, deswegen herzlichen Glückwunsch an ihn. Or races where you struggle a little bit more, but he's been consistent through this period, so congrats to him. Well, Nico, I think, deserves the championship, obviously, because he was just the best. Ich denke, Nico hat die Meisterschaft verdient, weil er einfach der Beste von uns war. Er war konstant, immer schnell und sauber unterwegs. Ich denke, man sah, dass er es unter Kontrolle hat. Er hat jede Menge Talent. Also, ich denke, er hat den Titel verdient. Er ist noch dazu ein netter Kerl und schlau. Also ein guter Fahrer, ich denke, ein würdiger Champion. Und ich gratuliere ihm noch einmal. Also in reality, so. I think he's a good champion and I congratulate him one more time. Nico hat den Titel verdient. Er war immer einer der Schnellsten auf jeder Strecke. Am Anfang war ich etwas weiter vorne, dann kamen seine guten Ergebnisse. Ich hatte dann ein bisschen Pech, aber ich muss sagen, er war einfach immer stark und hat eine ganze Menge Rennen gewonnen. Also er ist definitiv ein verdienter Champion. I think he won quite some races, so it's definitely the world champion.
Ich denke, Nico ist ein würdiger Champion, weil er der beständigste war. Wie im richtigen Motorsport kommt es darauf an, wenn man eine Meisterschaft gewinnen will, immer vorne dabei zu sein und keine Fehler zu machen. Das ist mir nicht ganz so gelungen mit der PlayStation, die ich meinen Kindern geklaut habe. Ich hatte einfach nicht so das Gefühl, vor allem beim Bremsen, deswegen bin ich schnell einmal im Kies gelandet, so wie beim letzten Rennen in Fuji in der ersten Kurve, als ich in die Führung gekämpft habe. Which is what I did at the last race in Fuji at turn one, going for the lead. So yeah, he's not been making mistakes and he's always been on the pace. Well, obviously I've been consistent. Ich war konstant und konnte einige Rennen gewinnen. Ich habe regelmäßig Punkte gesammelt, vor allem ab dem Moment, auf den ich den Controller umgestiegen bin. Beim ersten Rennen mit dem Controller habe ich, glaube ich, überhaupt keine Punkte gemacht. Der Wechsel auf das Lenkrad hat sich definitiv ausgezahlt und ich bin auch schnell mit dem Audi Vision GT zurechtgekommen. And managed to bring it home. Es ist angerichtet zum dritten Qualifying auf dem WeatherTech Raceway Laguna Seca. Andreas Czorsch mit dabei. Why are you last, Robin? Genauso wie Steve Gerber. Der fünfte aus Rennen Nummer 5, Ras Duval. The first will be the last. Michael Bräutigam, der Sieger von last will be the first. Und Robin Freund, der Milwaukee um den zweiten Platz in der Tabelle kämpft. Wir warten auf die Ampel und los geht's! An Bord mit René Rast. Didn't start the thing. Auf der dritten Position. Und ganz da hinten läuft Duval. Ja. Aber Stimpy, Steve Gerber ist auf und davon vorneweg. Hier schauen wir bei Michael Bräutigam rein, den Redakteur der Motorsport aktuell. Viele, viele Erfolge im Sim Racing hat er schon gefeiert. Seine Qualität hat viel gezeigt. Im Rennen hat er sich das Punktemaximum geholt. Momentan liegt er aber auf Platz. I was pushed out, yeah. Whoa. Einer by who? Drückt worden, das war aber nicht Robin Freins, der hatte abgekürzt. I was in the inside. Während René Rast hier auf Platz 2 unterwegs ist. Hey, Leugen, was hier? Gejagt von Michael Bräutigam, der ist dran. Der Vierte des DTM Champions. Ja. Und da haben wir einen Punkt verpasst. Klassisch. Oder angeschoben worden. I got massively pushed out, man. Massively. Also, wir hören das aus. War nicht, couldn't see it, René. DTM Champion, Frank. Yeah, but I went till Timbuktu. Ja, ja, ja. No, then we have to check it. Rast ist bis Timbuktu geflogen. It's not that far away, René. Duval dafür auf der dritten Position. Rast ist auf 5. What? Ich hab dann so herzhaft. Leuk Duval up to third. Und Tom Christensen, der das Geschehen da mitkommentiert. Kurve 5 geht der Zug. Auf der Höhe befunden, bevor man dann. Steve Gerber in front, coming up to the top. Steve Gerber. Making beautiful lines to the top score, a bit of oversteer. René, man. Sorry. Michael Bräutigam ist vorneweg. Steve Gerber, den wir gerade im Bild gesehen haben, aber jetzt unter Druck von Michael Bräutigam im WRT Audi Sport e-tron Vision Gran Turismo des belgischen Privatteams. Macht die Akte auf den Führenden. Ende. Startziel. Eine Andretti Herpin versucht erst, drückt sich da auf der Innenbahn durch. René, ey, come on. Sendung von Tom Christensen hat er bekommen haben, die Möglichkeit, dass wir hier auf dem Laguna Seca. Ron, help me out here. Da beschwert sich der ein oder andere im Hintergrund. We have the top two cars on screen, so I don't know what's going on. Top 2. Looks like Robin Freund is locked into a room somewhere. Duval auf der dritten Position. Yeah, yeah. René Rast Room. René Rast Room.
1 und Rast auf den Positionen 4 und jetzt 6 die beiden. Lovely fight at the front. Big respect between Bräutigam. Stimpy in Führung, Bräutigam auf der 2. Also Respekt. Wie immer in Q1 bis 3 kommt der Sieger weiter. There's laughter going on between Rast and Freins. Bräutigam macht ihm das eben nicht leicht. No crying actually. Eben hat das schon mal probiert auf der Innenseite, das hat nicht funktioniert. Deswegen jetzt der Versuch auf der Außenbahn. Aber längerer Weg. Und Stimpy hat erneut die Nase vorn. Bräutigam kann sich da nicht lang genug halten. Die nächste wäre nämlich eine rechts. Da hätte er dann den Vorteil. Schorsch auf der 5. Macht Jagd auf Robin Freins. Der Niederländer nur noch auf Platz 4. Aber Platz 2 bis 5 kommt ja in den Hoffnungsdruck. Jetzt kommt er wieder, ne? Auf die Curbs und dann mit Fehler. Bräutigam dreht sich da mit seinem e-tron Vision Gran Turismo von der Strecke. Verliert da auf den Führenden. Went off. Stimpy damit unangefochten an der Spitze. Super cool. Dreht er seine Runden. Ich glaube, der hat einen Controller in der Hand. Nutzt gar nicht sein Lenkrad. Will go to Q4. Bräutigam 8 Sekunden zurück durch den Corkscrew. Riesenvorsprung, den die beiden da hatten. Beziehungsweise Stimpy immer noch hat. Und der sichert sich den Einzug ins Halbfinale. Geht als Erster über die Linie. Große Freude in der Schweiz. Wow. Zweiter wird Michael Bräutigam. Damit qualifiziert für den Hoffnungslauf. Genauso wie Loic Duval. Robin Freins. Den sehen wir hier, aber mit Strafe. Die wird aufgeschlagen. Stand nach hinten 3 Sekunden auf Andreas Czorsch, der sich noch mit René Rast kappelt um die letzte Position zum Einzug in Q4. Den Hoffnungslauf. Freins über die Linie. Und auch Andreas Czorsch ist durch. René Rast hat leider den kürzeren gezogen. Der ist raus. Bislang in dieser Saison kein Podium für den zweifachen DTM-Champion. Gratulation, Steve Gerber. Schöne Kontrolle im Rennen in deinem Stimpy-Auto. Bis in die letzte Runde warst du in einem guten und harten Kampf mit Michael Bräutigam. Und du hast kontrolliert. Danach war es dann ein sehr leichter Sieg. War das ein harter Kampf für dich? Konntest du dann schnell fahren oder musstest du die Linie sichern im Kampf mit Michael Bräutigam? Ja, es war sehr, sehr eng da vorne. War ein hartes Rennen. Und dann hat der Kollege einen Fehler gemacht und ich habe den Sieg geholt. Well done, gut gemacht, Steve. Wo sitzt du? In der Schweiz? Wo? Nein. In Thun, in der Schweiz. Ja, danke, Nico, für das Design des Autos. Danke. Ich liebe den Dialekt. Das reicht auf jeden Fall, um es ins Superfinale zu machen. Viel Glück. Gratulation an Steve. Natürlich ein großer Fan von Nico Müller und so kam er auch in die Race Home Rennserie. Das Autoscout 24 Auto von Nico Müller designed, gefahren. Und er hat sich natürlich gefreut, dass sein Favorit die Meisterschaft gewonnen hat. Und jetzt schauen wir mal, wie das Nico gemanagt hat. Für Nico Müller war es ein schwieriger Start in die #RaceHome-Saison. Beim ersten Rennen in Spa war er noch mit einem Controller unterwegs und hatte damit ganz schön zu kämpfen. Bei den Startschwierigkeiten blieb es bei 0 Punkten. Für das zweite Rennen in Monza stieg Müller auf einen professionellen Simulator um und kämpfte mit den Spitzenreitern, holte seine ersten Punkte für einen vierten Platz.
So richtig los ging es dann für ihn in Barcelona. Nach diesem etwas umstrittenen Überholmanöver im Halbfinale schaffte es Nico Müller erstmals in das Superfinale und verlor nur ganz knapp gegen Dries van Thor. Der erste Sieg kam dann in Interlagos, als er Jamie Green im Superfinale keine Chance ließ. Besseres bezwang er im Superfinale GT-Star Christopher Haase. Wow! Und beim Saisonhöhepunkt auf der Nordschleife setzte er sich gegen Green Hell-Driver Patrick Jacinski durch. Danach war sein Vorsprung so groß, dass er sogar das Rennen im Brands Hatch auslassen konnte. Starkes Comeback dann in Red Bull Ring. Im Regen überquerte er die Ziellinie als Sieger, aber verlassen der Strecke in der letzten Kurve gab es eine nachträgliche Strafe. Stark auch seine Vorstellung dann in Fuji, wo er sich vorzeitig den Titel sicherte. Trotz einer Disqualifikation im Halbfinale nach dieser umstrittenen Situation mit seinem Rivalen, Teamkollegen und Freund Robin Freitz. Man, I'm lost again. Yeah. 12 Fahrer, 8 Runden lost in diesem Q4 im Hoffnungslauf. Nico should start last, actually. Und da wird noch gefragt, ob nicht der Tabellenführer, der neue Champion Top 3, right? Von ganz hinten starten kann mit seinen 3 Siegen und 2 zweiten Plätzen. Aber den finden wir auf der 4. Position. Fabio Scherer, bei dem sind wir an Bord, dem Zweitplatzierten. Top 3 kommt weiter ins Halbfinale. Punkte. Fabio Scherer ist vorn. Da vorbei. Oh, er lügt. Alexis Chambon, der Sieger aus dem ersten Lauf, ist jetzt ganz vorn. Acht Runden auf. Sieger sind lang. 6 Kilometer, 8x11 Kurven. Nico Müller dicht dahinter, die beiden Schweizer kämpfen da um Platz 2. Auf der 4, Robin Freitz. Dahinter ist Andrea. Für Fabio Scherer. Damit die zweite Position. Oh man, come on. Ein Kontakt, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf Startziel gerade unterwegs. Auf der Rennstrecke. Nico already at the front. Fucking hell. Das erste Rennen. No, he's second. P2. In front. He's P2, but struggling. Auf der 2. Ja. Und Loic Duval, den finden wir auf Platz 4. Mike Rockefeller, wir haben uns der ist weiter. Der hat sich seinen Startplatz gesichert. Im Halbfinale. Nachdem Robin Franz nicht in Sicht ist, geht der Vizetitel an Rocky. Aber jetzt konzentrieren wir uns weiter auf das Renngeschehen. Müller mit 5 Sekunden ist er aufgepumpt, kann aber auf der Bremse absitzen, sodass Stefan Baschur nicht einfach so über ihn herfallen kann. Christian Reinli finden wir auf der 8. Position. Das Michael Bräutigam. Hinter Fabio Scherer auf Platz 7. Sich da vorne wacker, erfahrener Sim-Racing-Pilot. Das hat er nicht gestellt. Thomas Polso. Der Sieger aus Fuji. Verbessert sich auf die 4. Position, geht vorbei an Loic Duval. Der Franzose landet nur noch auf Platz
Platzruf, aber der bleibt dicht dran. Im Windschatten auf seine Chance. Der Batman, Sigmund Driver. Platz 4 vorerst mal. Stefan Waschow auf der 3. Macht Jagd auf Nico Müller. Abstand 1,2 Sekunden. Tendenz steigend aktuell. Aber Platz 3. Maximum 10. 6 für den Zweitplatzierten. Super Feinde gegeneinander kämpfen. Der Dritte kriegt immerhin noch 4 Zähler. Und dann geht's runter. Punkte des Platzes. Läuft überall allein auf weiter Flur. Nico, really fast. I'm learning from the master here. Ready for me, please. Den Abstand da, Schrittchen für Schrittchen auf den führenden. Halbzeit aktuell angeschlagen. Runde 4 von 8. Hier muss ein weiteres Mal hineintauchen in den Kurzclub. Wird Belindes anbremsen und dann den Berg hinunter. Links, rechts in Richtung Rainy Curve. Gedacht, aber er hat da 3 Zehntel abgefeilt. Und drückt sich langsam hinter dem Franzosen ganz vorne. Da spricht keiner mehr, die Konzentration ist auf dem Höhepunkt. Runde 6 von 8. Wieder ein Zehntel angekommen, 2 Zehntel ist Nico Müller. Come on. Oh. Werden Sie sich die 50 Meter nach oben kämpfen? Den Kortscrew hinunterzustürzen. Nimmt der Abstand weiter und weiter. Abbremsen jetzt links. 0,8. Abstand stabil an der Spitze. Tolle Vorstellung von Alexis Chambon. Da kommt noch nicht mal der RCCO-Champion mit. Sich in Fuji vorzeitig den Titel gesichert hat. Tolle Bilanz des Schweizers. Nico, where are you? So far away. 3 Siege, 2 Zweitplätze. Hour already after the race. Plus 2-mal gepunktet. 6 in Fuji. Leute, weil den sehen wir auf Platz 5, aber 9,5 Sekunden. Ich habe heute ganz zurück. Schon schaut es ja deutlich besser aus. In der vorletzten Runde immer noch 8 Zehntel weg ist vom Führenden. Das reicht gerade so für ein bisschen Windschatten. Der DTM und Formel E-Pilot macht Jagd
richtigen Renner gegen Nico Müller sehen. Ob sich da ein ähnliches Bild ergibt. Jetzt kommt er ran, der Schweizer. Franzose. Platz 2 hier jetzt auf Start und Ziel geht's rein in die letzte Runde. Das Mal durch Andretti Hairpin. Momentan sind für das Halbfinale qualifiziert. Das ist schon Nico Müller. Und Stefan Waschula hat sich nichts geändert. Es geht lediglich jetzt um die Startpositionen. Sind ja schon last lap, should we have a change at the front? Remember, top 6 goes to semi-final. Top 3, Tom. Top 3. Ah, sorry, lower intensity. Michael Bräutigam, auf der Position aktuell. Schon einen Sieg hier geholt hat. Nummer 8 ist das gewesen und hier gehen die beiden über die Linie. Chambon holt sich den Sieg vor Nico Müller und Stefan Waschuk kommt auf P3. Die drei sind qualifiziert für das Halbfinale. Das gibt's gleich. Oh, no! Oh, Loic. Well done. We will see the top three progressing to the semi-final. It's Alexis Chambon, it's the champion Nico Müller, and it's Stefan Waschow. So well done to the three of them. Alexis. Ja, Sieg. Für dich, Alexis, jetzt hier in Q4. Du musst da ziemlich glücklich sein. Toller Sieg, den du da errungen hast. Tolles Rennen. Und du hast die Führung einfach das komplette Rennen da vorne gehalten. Unter dem Druck des neuen Champions Nico Müller. Toller Progress von dir und gut gemacht. Ja, vielen Dank. Tolles Rennen. Hat Nico auch gut gemacht. Ja, tolles Rennen. Yeah, you did well. You controlled it all the way. Du hast das die ganze Zeit kontrolliert. Toller Job. Ihr seid beide weiter ins Halbfinale. Und da gibt es gleich den großen Kampf um das Superfinale. Und dann schauen wir nochmal auf die engsten Zieleinläufe in diesem Jahr bei der Premiere der RCCO Racehome. Seit dem Saisonauftakt in Spa-Francorchamps haben wir bei Hashtag Racehome spektakuläre Rennen und knappe Zieleinläufe gesehen. Auf dem Red Bull Ring war es richtig nass. In Bathurst war GT-Star Christopher Haas richtig schnell. Im Superfinale von Monza verlor Robin Frenz nur ganz knapp gegen seinen Landsmann, den Dein Design Contest Gewinner Pim Sternberg. Zuvor hatte er sich ebenso knapp gegen seinen Teamkollegen Nico Müller durchgesetzt. Dries Van Tor war in Barcelona der bisher einzige Sieger mit einem Controller. In Interlagos gab es einen Dreikampf zum Sieg im Halbfinale. In Fuji dann der bisher knappste Zieleinlauf im Superfinale. Den knappsten Zieleinlauf überhaupt gab es aber in Interlagos, als Jamie Green Robin Frenz in Q1 bezahlt. Jamie won! Check it out! Good race, guys! Congrats! Good job, Jamie! Cheers, boys! Well done, man! 7000! Nice one, eh? Das Halbfinale, 6 Fahrer, 4 Runden, die Top 2 kommen ins Superfinale. Mike Hoppenfeller auf der 2 hinter Stimpy 8, Steve Gerber, der hier auf der Pole steht nach seinem Erfolg in Q1. Steffen Walter, Alexis, Chambon, Müller und Waschow sind mit dabei. Waschow hat sich damit
schon fast den Titel der TCO Slot Car Racer gesichert. Aber 3 Punkte sind für ihn noch. Genauso Mike Rockenfeller, der hat noch einiges vor. 4 Punkte muss er holen, damit er in der Tabelle vorbeigeht. Am zweitplatzierten Robin Freien zu sich den Vizetitel holt. Auf 2, das würde reichen. Zieht er nicht ein ins Superfinal. Nach aktuellem Stand auch der führende Steve Gerber. Aber das wird das lange. Fido hier mit ordentlichem Quersteher. Steppen, hold them up. Bis next. Gib dem hier ein. Ah, no. Alexis Chambon, Nico Müller und Stefan Maschow. Steffen, respect for this stage. Thanks. Oh, sorry. Nico. Sehr weit raus, da oben im Corkscrew. With some contact around. Nico Müller was helped a bit off the track. Entry to the Corkscrew. Can he make it up? Sorry, Nico. That looks like some understeer, Stefan. Through turn one. Keep it up. You are my favorite. Yeah. Bei Steffen Walter. Also ein bisschen anfeuern von Tom Christensen im Hintergrund. Rockenfeller dicht dran, Steve Miller, leichter Fehler, kurz von der Strecke gewesen. Natürlich Rocky in die Karten. Der immer noch auf der Suche nach seinem ersten Sieg ist. Vielleicht klappt's heute. Im großen Rocky seems to have a little bit more pace than Steve Gerber. How do you see it, Rocky? Mehr pace als. Yeah, you know how it is. To close the gap is one thing, but to overtake is another thing. Ah, there he made a small mistake. But to see if the slipstream is good enough. Ob der Windschatten reicht hier. Oh, Berührung. Late on the brakes. Das ist das auf der Außenbahn. Sehr spät auf der Bremse. Aber kein Platztausch. Hat sich ein weiterer hinzugesellt. Das ist Alexis Chambon jetzt auf 3. Der wartet natürlich nur drauf, dass die beiden da vor ihm den einen oder anderen Schnitzer hinlegen. No. Sorry. I tried. Durch Corkscrew. Oh, was a good. Außenrum, Rockenfeller durch und damit den Führer. Schönes Manöver. Stimpy. Großen Fan von Nico Müller. Im Autoscout 24 Auto. Ja, und da kommt der Platztausch erneut. Schauen wir rein, was die Pferde. You're once in the crevel is gone. Im Dreck war es, dann hat das Auto einfach keinen Grip mehr. Chambon innen durch, gleich 2 Plätze gut gemacht, damit kurz in Führung gewesen, aber da kommt der Konter. Stimpy ist wieder vorne, Rocky wieder auf 2, alte Reihenfolge damit wieder hergestellt. Nico Müller sehen wir da im Hintergrund. Ein paar Strafsekunden hat er abzusetzen, 1,1. Wir sind schon in der 4. von 4, also der letzten Runde. Das wird doch mal richtig eng. Hier unter den ersten 3. Müller mittlerweile rangekommen. Und Rocky macht Chambon den Platz hier. Abspenstig. Ah, shit. Müller, Chambon. Die Nase vorne, Franzose jetzt auf 4. Stimpy. Knife Bomb. 8. Steve Gerber.
immer noch in Führung. Müller versucht es. Man kommt in den Dreck, verliert die dritte Position an Alexis Chambon. Yes. Und Stippy holt sich den Sieg. Mike Hockenfeller. Hey, good race. Good race, guys. It was fun in the front. Thanks, good fight. Alexis, really good as well. You were quick. Was okay for you? Yeah, okay. Sorry. Okay, good. Yeah, good race. Yeah, was fun. Good play. Tolles Rennen. Schon wieder für Steve Gerber. Du hast ja schon wieder einen Sieg geholt im Halbfinale. Jetzt mit Mike Rockenfeller im Superfinale. Tolles Rennen. Rocky ist da im Corkscrew außen rumgegangen. Und wir denken an Alex Zanardi. Und der Platztausch hat mich sehr an Alex Zanardi erinnert. Hast du genau dieses Manöver gesehen? Ja, ich kenne das. Danke, Rocky. Das war ein wirklich faires Rennen. Kein Touch. Tolles Rennen, hat Spaß gemacht. Ja, und jetzt fokussiere dich auf das große Finale und ich freue mich nochmal auf Laguna Seca. Ja, die Ehre gehört jetzt dem Pole-Setter, der zeigt uns eine Runde hier in Laguna Seca. Steve Gerber fährt und Nico kommentiert. Ja, du fährst schon aus der Boxengasse raus, ja. Also, nach Kurve Nummer 1 auf die Strecke. Ende von Sektor 1. Tricky, diese Rechtskurve. Wird eng auf dem Ausgang. Hier musst du aufpassen und einen guten Ausgang mitnehmen. Hier auf der Bremse. Bisschen Banking, Linkskurve. Der Exit geht auch nicht auf, also den kriegst du leicht falsch hin. Blinde Kurve in Richtung Corkscrew, da kommst du sehr leicht weit raus und das ist die größte Herausforderung. Riesendrop, den es hier gibt. Und dann geht es hier rein in den letzten Sektor, links, rechts. Vorletzte Kurve, bisschen bergab und hier nochmal ganz eng links. Guter Ausgang ist wichtig für die lange Gerade auf Startziel. Well done, Steve. Toll gemacht, Steve. Und jeder in der Schweiz klingt so wie Nico Müller. Gut gemacht, Steve. Viel Erfolg im Superfinal. Ja, vielen Dank an die beiden Schweizer für diese kleine Erklärung hier in Laguna Seca. Ein tolles Halbfinale, was wir gesehen haben, vor allem unter den Top 3. Und Dinge wie die, die wir heute gesehen haben und in der ganzen Saison, die würden wir euch auch gerne in der Zukunft zeigen. Am Ende des Jahres geht's los. Hier ist ein kleiner Teaser. Also, mehr News auf diesem neuen Projekt, die gibt's bald. Und jetzt geht's weiter mit dem Superfinale. Das letzte Superfinale der Saison 2020 bei der RCCO Hashtag RaceHome. Rockenfeller, der frisch gekürte Vize-Champion der Serie, vorbeigezogen an Robin Freins in der Tabelle durch seinen Erfolg. Zuletzt im Halbfinale kämpft jetzt gegen Steve Gerber um 10 respektive 6 Punkte auf dieser
einen Runde, den 3,6 Kilometern, den 11 Kurven, den 55 Metern Rundenverlauf. Ab geht's schon. Stimpy auf der Pole, weil er das Halbfinale für sich entschieden hat. Rockenfeller versucht es auf der Außenbahn, kommt aber nicht wirklich vorbei. Auf der Bremse verliert er etwas an Boden. 4 Zehntel, knapp die zwischen den beiden vergehen. Der kleinste Fehler, Rockenfeller schlägt zu. Der kleinste Fehler bei Rockenfeller. Und Steve Gerber holt sich den Sieg. Man, I did the same mistake. Ist der Schweizer dabei gewesen. I went wide as well. Fünfter war da. Und beide jetzt mit dem gleichen Fehler. Mike Rockenfeller gerade gehört. Sekunde. Und daneben! Toller Move von Mike Rockenfeller. Aber es reicht nicht. Kommt er auch noch von der Strecke, kriegt eine halbe Sekunde Strafe drauf. Eine Kurve noch trennt Steve Gerber von seinem ersten Sieg bei RTTO. Hashtag Race Home. Good job, good Kommt job. Vor good dem job. Champion. Really good. Gratulation, Steve Gerber. Congratulations, Steve. That was really good. Wonderful super final. Steve, how have you Ein been tolles Superfinale. Wie bist du gefahren, ohne dein Lenkrad zu bewegen, Steve? Lenkcontroller. Very good. Wonderful one lap super final from you, Steve. Ein tolles eine Runde langes Superfinale für Steve Gerber. Aufregendes Finale gegen Mike Rockenfeller. Gratulation. Und Mike Rockenfeller ist glücklich. Er sitzt zweiter in der Tabelle. Aber du warst heute ruhig. Du hast den Champion geschlagen. Du hast den Vize-Champion geschlagen. Robin Freins auch. Der ist jetzt Dritter in der Meisterschaft. Yes, that's great. Thanks, Tom. Vielleicht auf Deutsch geht besser. Okay. Ist natürlich ein großer Vorteil, wenn wir zuvor starten kann. Die schnellen Jungs mussten immer von hinten starten. Und daher konnte ich das Rennen gut kontrollieren. Und You're doing very well, Steve. I mean, if I should translate, it's very difficult because it's not very German what you just said. It's kind of Switzerdeutsch. But you said you have a good start and you're controlling the pace and making sure that you are staying in your position, and you have done that very well. Mike had a launch at you at the corkscrew again, and you were side by side, but both of you were very fair, and you won deservedly, and you seem to have a very good game on your hands. So congratulations on the final race at home winner, Steve Gerber. Congratulations, Steve. Gratulation, Steve, auch von meiner Seite. Tolles Rennen und sehr beeindruckend, was du gefahren hast. Also es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, deine ganze Trainingszeit. Das war Season 1 von RCTO. Seit dem zweiten Rennen bist du dabei gewesen, Tom Christensen. Danke, schön, dass du dabei warst. Wie ist dein Resümee? Ja, das war sehr aufregend und jetzt im Superfinale war wieder ein tolles, fantastisches Event, tolles Setup, was ihr da habt. Und es ist was auch zukünftig passieren kann. Du hast sehr viele Leute dazu bewegt, mitzumachen, professionelle Rennfahrer. Einige können sich verbessern. Und Frank Bieler kennt das richtige Rennen und auch die virtuelle Welt und deswegen hat er alles gut kontrolliert. Und hier in der RCCO ist Frank auch schon eine Weile dabei, also perfekter Mix und eine schöne Art, den Abend Anfang der Woche zu verbringen und ich bin mir ganz sicher, dass das Ganze eine Zukunft hat. Danke, Tom, dass du bei Race Home dabei gewesen bist für die Charity. Für dich ist Sim Racing relativ neu, aber Frank Bieler ist schon ein paar Jahre im Sim Racing dabei. Wie siehst du diese Sache?
Also ich glaube, das war eine fantastische erste Saison der Race Home Serie. Sehr viel Spaß gemacht und aufregend zuzugucken. Vor allem die letzte Runde jetzt hier in Laguna Seca war wirklich beeindruckend. Semifinal, Halbfinale war aufregend, war toll. Der Kampf um die Positionen war hart, aber fair. Es hat sich sehr gut zuschauen lassen, professionell ausgeschaut. Das Finale war sehr interessant. Ich hatte dabei richtig Spaß, hat Spaß gemacht. Das ist auf jeden Fall die Zukunft und wir schauen mal, wie wir da weitermachen können. Ich habe es genossen. Ich muss jetzt Steve noch gratulieren zum Sieg und Nico für die Meisterschaft. Also, in den letzten beiden Rennen lief alles in Richtung der Schweiz. Mike Rockenfeller wird Vize-Champion und zum Ende der Saison hätten wir nochmal gerne das Resümee der DTM-Fahrer. Mein persönliches Highlight bei Hashtag Race Home war auf jeden Fall der Titelgewinn, das ist ganz klar. Aber darüber hinaus habe ich noch zwei weitere Highlights, die ich mit euch teilen möchte. Es ist definitiv die Rennen gegen unsere Fans. Das war wirklich cool, sich mit der Community zu beschäftigen und online gemeinsam gegeneinander anzutreten. Und das Rennen in Monza, das war wirklich großartig mit Robin und Loic. Das habe ich sehr genossen. Es war eine tolle Initiative von allen Beteiligten, etwas aus dieser Situation zu machen. Das war super positiv. Toll war auch, dass so viele Fans dabei sein wollten, vor allem auch Designs gestaltet haben für unsere Autos. Das war wirklich klasse. Es war aber auch wirklich schön, jeden Montagabend die anderen Fahrer zu sehen und gegen sie Rennen zu fahren. Also wirklich Daumen hoch an diejenigen, die sich das ausgedacht und umgesetzt haben. Es war wirklich schön, das mit all den beteiligten Menschen zu erleben und zu teilen. Es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, vor allem auch im Lockdown mit den anderen in Kontakt zu bleiben. Ich habe nun die Ehre, seit 7 Jahren dem Audi-Team anzugehören. Und so konnten wir im Kontakt bleiben, ein paar lustige Witze machen und freundschaftlich im Wettbewerb gegeneinander antreten. Das war wirklich schön. Es war wirklich schön, gegen die Fans anzutreten. Ich glaube, wir hatten alle gemeinsam sehr viel Spaß. Es gab spannende Rennen. Manchmal waren die Fans unglaublich nah an uns dran. Beim letzten Rennen in Fuji ist Rocky wirklich nur ein paar Tausendstel hinter dem Fansieger über die Ziellinie gefahren. Also, es war sehr, sehr spannend und ich glaube, jeder hat dieses Duell genossen. Also mir persönlich hat es sehr gut gefallen, was wir gemacht haben. Wir haben viel gelernt. Wir haben gesehen, wo die Schwierigkeiten liegen. Man muss ja bedenken, dass das Projekt im Grunde genommen ganz kurzfristig zustande gekommen ist. Und wir haben gesagt, hey, lasst uns etwas Spaß machen, gute Inhalte schaffen und hoffentlich etwas Geld für den guten Zweck einsammeln. Ich denke, wir haben also viel gelernt, wir haben Fortschritte gemacht. Ab Mitte der Saison haben wir sehr, sehr gute Rennen gesehen. Wir waren pünktlich mit den Streams und ich bin sicher, dass die Zahlen auf den Audi-Kanälen überraschend gut waren. Es gibt also definitiv Potenzial für das, was wir hier tun. Das Fahren hat mir Spaß gemacht, aber ich muss sagen, ich habe das nicht ganz so ernst genommen wie vielleicht meine Teamkollegen Nico und Robin, die ja besonders stark waren. Für mich war das Fahren eher eine Spaßveranstaltung. Für mich ging es darum, im Hintergrund mitzuarbeiten und dafür zu sorgen, dass wir hier das Ganze aufziehen konnten. We'll be right back.